Hallo und herzlich willkommen zum Supermarkt-Simulator. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich habe wieder mal vergessen, die Vorspulmod zu installieren. Sensationell. Das heißt, wir werden heute einfach nochmal alles in normaler Geschwindigkeit machen. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge herausgefunden, stand auch in den Kommentaren, nochmal vielen Dank dafür, dass man selber kassieren muss. Wir gucken mal ganz kurz nach. Warte, ich schicke mal ganz kurz die Bestellung ab. Dann gucken wir mal ganz kurz nach, wie viele Kassiervorgänge wir noch bewältigen müssen. Und zwar müssen wir noch... Ja gut, 58, das geht. Das kriegen wir wahrscheinlich heute dann gebacken. Wir müssen auch einmal ganz kurz die Rechnungen begleichen und dann werde ich selbstverständlich hier einmal wieder alles einräumen. Mit L war das? Ja, ich habe mir das noch gut gemerkt. So, dann... So geht das eigentlich auch... Ja, okay. Habe ich jetzt eigentlich mit gehofft. So, ich muss mal gucken, ob ich eine andere Taste als L nehme. Es ist okay mit L, ne, aber ich muss so weit rübergreifen, weil du spielst mit WASD und dann musst du halt auf L. So, wir machen jetzt diese Kasse einmal auf. Sie können auch gerne an meine Kasse kommen oder Sie stehen natürlich gerne bei diesem jungen, adretten Mann da an. Das ist Ihnen natürlich frei überlassen. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann in dieser Folge endlich... Warte mal ganz kurz. Moment, mir fällt gerade was auf. Einstellen. Level 22. Guck mal, welches Level wir schon haben. 21, ein Viertel. Heißt, wir werden in dieser Folge höchstwahrscheinlich... Ah, das ist echt leergeräumt hier alles, ne? Ist wirklich echt leergeräumt. Dann werden wir in dieser Folge auch wahrscheinlich... War das hier? Ich glaube hier, ne? Ja. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge dann... Oder in dieser Folge, ich hoffe einfach mal, dass wir dann einen neuen Einräumer mit an den Start bringen. So, die stellen sich wirklich alle nur bei ihm an, ne? Ich bin auch hier, hallo! Ja, sehr schön. Hallo, guten Tag. So, bitteschön. Einmal 0 Dollar Rückgeld. Sehr gerne. Sehen Sie? Hätten Sie sich hier angestellt, wäre das schneller gegangen. Aber nö. Aber nö. Da waren Leute dabei, die haben erstmal Jahreseinkauf gemacht. Hallo. Ja, sehr gerne. So. Und ein Joghurt. Sie hätten auch zwei nehmen können. Kosten heute einfach nur ein paar Dollar mehr. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Also, wir... Alter Verwalter, das ist aber echt... Yo, übertreib. Was haben wir denn hier? 10 Dollar Rückgeld? Gerne. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Wie viel hat die gekauft? Boah, die Regale sind wirklich leer, ne? Das sieht schon sehr armselig hier aus. So, ich räume mal weiter ein bisschen ein. In der Zeit, wo dann der Einräumer hier andere Sachen wieder tut. Die Cola war da oben. Guck mal ganz kurz weg. Ich muss mal... Oh, Mist. Ich habe die aus Versehen weg... Oh nein, ich habe die jetzt eine Flasche weggeschmissen. Mann, wie konnte ich nur... Mann, Mist. Ja, ich wollte jetzt den Karton nicht wieder auf dem Boden stehen haben. So, 50,75. Ja, so, das war's schon wieder. Oh, ich glaube, wir kommen heute nicht auf die 58 Kunden, ne? Habe ich fast die Befürchtung. Mist. Ich habe da irgendwie so was im Gefühl, weil, ne, er macht überwiegend die Arbeit. Ist ja auch okay, ne? Er wird ja auch für bezahlt, aber wäre natürlich auch schön, wenn sich hier welche anstellen würden. Und ich möchte jetzt ungern die Kasse auf und zu machen, weil ich weiß nicht, wir hatten ja in der letzten Folge den Bug. Da hatten wir ja wirklich das Problem, dass die Leute teilweise dann nicht mehr wussten, wo sie sich anstellen müssen. Würde mir natürlich auch so gehen. Im Real Life, stell mal vor, die Kasse schließt, öffnet, schließt und so weiter. Dann weißt du ja nachher natürlich auch nicht mehr, was du jetzt, wo du dich hinstellen musst. Außerdem ist sowieso so, das ist so ein Phänomen, warte mal, 9 Dollar und 5 Cent, so, so ein Phänomen. Du gehst einkaufen, ne, du siehst dann hier eine Kasse, stellst dich an, dann Kasse 2 öffnet. Dann willst du gerade rüber gehen, dann gehen alle rüber und dann stehst du eigentlich hier länger als da. Oder, zweite Option, zwei Kassen sind offen, guckst, ah, okay, da ist ein Jahreseinkauf, hier nicht, ne, dann gehst du hier hin, stellst dich hin. So, dann gehst du vor und der Jahresverkauf, Einkauf ist schon vorbei und du wärst schon längst dran gewesen, weil hier wieder eine Person Kleingeld zählen musste. Ne? Also dann war so 96 Cent in 1 Cent Stücken. Immer, immer. Also wirklich, ist immer mein Glück, aber ich wahrscheinlich von mehreren. So, wir haben hier 15, 25, jupp. Ein T. Ja gut, aber macht auch wieder einen Kassiervorgang, ne? 5,75 Dollar. Yo. Das war's, ne? Gut, dann können wir uns mal wieder hier um die Bestellung... Ja, ja, der soll jetzt mal kurz warten. Wir müssen mal ganz kurz hier bestellen, bevor es 9 Uhr ist. So, wir kaufen einmal das. Einmal das. Einmal... Oh, ist ausverkauft. Ui.
Okay, Käse, ja. Das bestellen wir einmal und da müssen wir auch einiges bestellen, ne? Da bestellen wir jetzt einiges. Joghurt. Oh, Toilettenpapier haben wir noch genug. Okay, und dann schicken wir ab. So. Und das können wir jetzt alles einmal einlagern. Siehst du, und ich muss jetzt nämlich immer echt umgreifen. Deswegen versuche ich mich jetzt so zu positionieren, dass ich fast alle kriege. Oh, da sind aber viele. Hallo, guten Tag. Sie wollen selbstverständlich alle vom Chef bedient werden. Das ist gar kein Problem. $16,20. Also ich glaube auch, dass die Regale nicht mehr so leer sind, wenn wir... Boah, guck mal hier, wie so ein Meister, ne? Boah, das war auch ein Großeinkauf, ne? Die Regale nicht mehr so leer sind, wenn wir einen zweiten Einräumer haben. Weil ehrlicherweise, ich bin immer zu voll zum Einräumen. Da bin ich ehrlich. Also da muss ich echt sagen... Ja, die wollen alle vom Chef bedient werden, ne? Was soll man sagen? Ist einfach hier Qualität. Nichts gegen dich da hinten, ne? Aber bei mir ist halt höhere Qualität. 35, 25. So. Und ich sag mal so, theoretisch könnten wir... Achso. 10 Cent. Theoretisch könnten wir dann auch, wenn wir einen zweiten Einräumer haben, ne, und zweiten Kassierer, können wir auch sagen, weißt du was, wir bauen unser Lager um. $15? Ja, sehr gerne. Bitteschön. So, zweiter Kassierer oder zweiter Einräumer ist ja eigentlich greifbar nahe. So. Jupp. Okay. Und die beiden noch. Sehr gerne. 45 Cent. Haben sie vielleicht 5 Cent klein? Nein? Okay, dann mache ich das so. So, schönen Tag noch. Oh, die Regale sind echt leer, ne? Ja, Moment. So, und 0. Schönen Tag noch. Ja, ich versuche ja hier möglichst mein Bestes. So, was haben wir denn hier? In der Zeit, wo kein Kunde an der Kasse ist, können wir wieder gucken. 0. Dann haben wir... Ja, nee, haben wir nichts mehr, ne? Ist nichts auf 0. Ja, Schokoriegel könnten wir theoretisch nochmal bestellen, weil das nur einer. Und Toilettenpapier. Ah, Toilettenpapier. Da müssen wir auf jeden Fall einmal nachräumen, weil ich habe ja gesagt, das ist wirklich das Ding, wo wir am meisten Kohle mitmachen. Und das darf eigentlich nicht leer laufen. Hast du mich gehört? Toilettenpapier und ich glaube das hier. Das muss immer vorrätig sein. Ah ne, Küchenrolle ist das, ne? Das ist kein Toilettenpapier. So. Ja. Und das Schöne ist, wenn wir, ich sag mal, noch einen Einräumer haben, dann und einen Kassierer, können wir auch mehr Produkte aufnehmen. Weil ich ja dann nicht mehr so viel Stress habe wie jetzt. Komm. Ja, komm, dich nimm. Na, dann nicht. Okay. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wie die Sachlage ist. Wir haben aktuell Wachstum, ja, nee, einstellen. 39 Rechnungen sind alle bezahlt. Lizenzen können wir natürlich kaufen, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, erstmal ein größeres Lager investieren. So, ist kassiert worden, dann können wir nämlich jetzt abrechnen. Ja, wir haben $600 plus gemacht. So, direkt hier öffnen. Und dann geht's weiter. So, dann schicken wir mal ganz kurz unsere Lieferung ab. Hier und dann kaufen. So. Und dann räumen wir wieder alles ein. Pupp, pupp. So praktisch, ne? Das ist so praktisch. So, dann räumen wir mal hier ein bisschen wieder ein, ne? Ich helfe dir mal, den Kollegen. Was hast du da jetzt? Wir müssen ein bisschen miteinander kommunizieren. Ah, der hat das schon genommen. Okay, sorry. Da, ja, obwohl, doch, Milch müssen wir eigentlich auch bestellen, ne? Ach, Kasse. Ja, ich bin unterwegs, Moment. So, ja, $14,90, sehr gerne. Nächster bitte, keiner, okay. Dann kümmern wir uns wieder um den Lagerbestand. So, wir haben hier... Wo haben wir jetzt auf 0? Da, Milch. Ja. Und das war's, ne? Erstmal nur Milch. Ich schicke jetzt... Was kosten die Lieferungen jetzt eigentlich mittlerweile? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Da steht 0. Aber ich glaube, das ist ja mit der Anzahl war das, ne? So. Ja, wir müssen hier auch mal ein bisschen aufräumen eigentlich. Ich mach schon mal wieder Licht an. Ich glaube, es gibt auch eine Mod, wo du automatisch Licht anmachen kannst. Ich meine, das irgendwo gesehen zu haben. So, wir füllen einmal die Frucht... Wieso wollte ich denn jetzt Fruchtzwerge auffüllen? Weil ich wieder da drunter geguckt habe. Eier müssen wir auffüllen. So, Eier hatten wir hier. Okay, da war nur eins drin. Und da sind... Warte mal. Und da sind nur zwei drin. War gut. Hat er gut aufgeteilt. Sehr schön. So, können wir wieder zwei Kartons wegschmeißen. Ja, ja, ich bin da. So. So. 17,80 $. Sehr gerne. Nächster, bitte. Okay, mit Zeit vorspulen ist halt nur hilfreich, wenn du um 9 Uhr oder um 8... Nee, um 9 Uhr war das, ne? Oder um 8? Nee, um 9 Uhr. Also 21 Uhr, wenn die Kasse voll ist. Ne, ansonsten hast du ja hier mega Stress. Also, ja. So, nächster. Joho. So, warte mal da. $64, sehr schön. Mein Idol. Sie bekommen natürlich ein Foto hier an der Wand verewigt für diesen Einkauf. Sie nicht. Sie haben ziemlich wenig eingekauft. $7,60. Und wir können die Preise anpassen. Ne? Also wenn wir zwei Angestellte haben, können wir einfach... Ja, obwohl, das habe ich schon bei einem Angestellten gesagt. Und achso, warte. Und habe ich nicht hinbekommen. Die Preise immer anpassen. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Mod, die die Preise automatisch... Nee, da will ich wirklich meine Hand noch draufhalten. Ne? Ja, ja, ja. Moment, ich muss jetzt hier... Hatte ich nämlich gerade gesehen, das war nämlich leer gelaufen. So. Ah, passt halt. Ich bin am Überlegen, da eventuell ein zweites zu machen. Hm. So, Toilettenpapier. Dann haben wir Müsli. Und... Ja, Soda können wir eigentlich auch nochmal. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Eier, Wasserflasche. Boah, die Mod ist so hilfreich, ne? Und geschnittenes Brot. So. Und das können wir dann jetzt hier einmal alles einräumen. So. Das ist so geil. Weißt du, was das immer zeitaufwendig war, die einzuräumen? So ist natürlich viel besser. Ja, es, ne, ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, natürlich gibt es noch eine Mod, die das automatisch macht, wo du nicht klicken musst, aber da musst du halt irgendwelche Spieldateien verändern. Und das will ich jetzt nicht unbedingt. 23, 55. Ich meine, das geht ja auch relativ zügig, ne? 92? Oh Mann, können die nicht weniger Wechselgeld haben? Ah, okay. Also wir brauchen doch noch ein bisschen länger als gedacht. So, die müssen wir auch einmal auffüllen. Ja, die warten, glaube ich, förmlich darauf. Die warten förmlich darauf, dass ich kurz weggehe, ne? Aber ich fülle jetzt erst hier auf, Kollege. So. Zumindest die... Also. Ich glaube, der hat sich davon auch einen Karton genommen. Ich war jetzt gerade am Überlegen. Aber ich glaube, der hat sich auch einen Karton genommen. Hier, die Meister-Propper-Dinger. Ne, er hat sich keinen Karton genommen. Okay. So, was haben wir noch hier? Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil gleich darf ich nicht mehr bestellen. Weil es nach 21... Ah! So. Nein! Moment. Moment. So. Nochmal. Ist nach 21 Uhr. Ja, ja, ja. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Chillt mal. Siehst du, die stellen sich auch extra hier an der längsten Schlange, ne? So. Jetzt haben wir nämlich da schon mal wieder alles aufgefüllt. Bestellung abschicken. Ja, die werden jetzt sauer sein. Die werden richtig sauer sein. Oh Mann. So. Ja. 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 Und Kuchen können wir nochmal bestellen. Den Kuchen können wir nochmal bestellen. Ich sag mal, ohne Mod wäre das echt problematisch, ne?
den Überblick zu behalten? Weiß ich nicht. Hätte ich nicht. So, gerade noch rechtzeitig. Sehr schön. Ah, okay, aber mit L, ne, wenn du jetzt hier dich so in die Mitte hinstellst, geht es eigentlich. Oh, sind die schon gegangen teilweise? Weil die zu lange gewartet haben? Machen die das? 10,05, jupp. Nächster. Guck mal, wie schnell das jetzt hier geht, ne? Upp, upp. 3,70. Ja. 43 für die paar Teile. Boah. Okay. Okay, okay, okay. Kundin des Monats, meine Damen und Herren. Kundin des Monats. Sehr schön. Was haben wir denn da? $74. Boah. Da bekommen sie selbstverständlich keinen Rabatt. So. Oh, ui. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Regal aufzufüllen mit den ganzen Reinigungsutensilien. So, sie können auch gerne wieder hierhin rüberkommen, wenn sie möchten. Nein, nein, okay. Nein, no, dann nicht. Langsam läuft es wirklich. Also langsam, also mit dieser Mod macht das wirklich, wirklich Spaß, muss ich sagen. Ja, ich bin da. Achso, sorry. 35 Cent. Was ich halt nicht verstehe ist, warum muss ich selber mitkassieren? Ich meine, wir haben doch Leute extra eingestellt, die hier kassieren. Oh, nein. Die hier kassieren. Da wollte ich gar nicht hin, ne? Ich wollte eigentlich hier zur Verwaltung. Wachstum. Rechnungen erstmal wieder bezahlen. Wir haben 2200, krass. Und wir brauchen noch 23 Kassiervorgänge. Oder ein bisschen EP für unseren nächsten Kassierer. Aber wenn ich doch den nächsten Kassierer hab, dann, warte mal. Wenn ich den nächsten Kassierer hab, ne, dann kann ich ja selber nicht mehr kassieren. Das ist aber problematisch. Weil, ich sag mal so, 523, oder sagen wir 500, wenn ich die erreicht habe, 500 nochmal zu kassieren. Puh, wird hart, ne? So, und dann am, oh, kam noch mehr? Die wollte das bestimmt klauen und hat sich im letzten Moment gedacht, oh nee, Diebstahl lohnt sich nicht. So im letzten Moment. Oh, geil. Okay, dann füllen wir jetzt direkt wieder Lager auf. Boah, ich bin echt am Überlegen, die Erweiterung zu kaufen, ne? Markt. Was haben wir denn hier? Also, Toastbrot nachkaufen, Puderzucker. Olivenöl. Und ja, Basmati-Reis können wir eigentlich auch nochmal nachbestellen. Orangensaft und Kuchen. Ja, Schokoladenriegel, selbstverständlich. Das war's, ne? Achso, ja, ist nach 21 Uhr. Ja, check. Gut. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben gemacht 484 plus. Ist gut. Rechnungen, okay, das hält sich echt in Grenzen, ne? So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir definitiv... In der nächsten Folge werden wir definitiv... Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage. In der nächsten Folge werden wir definitiv... Moment. In der nächsten Folge werden wir definitiv den Auffüller einstellen. Weil Level 22 werden wir auf jeden Fall mit den... Mit dem Kassieren müssen wir gucken. Da habe ich auch gerade den Mund zu voll genommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.